Also ich freue mich natürlich total. Ich habe mich mit großer Freude am zweiten Drehbuch probiert. Ich habe da schon auf jeden Fall reingeschaut und jetzt freue ich mich, dass es hoffentlich bald losgeht. Es geht auf jeden Fall wieder um Cagliostro, das kann ich schon mal verraten. Es wird, glaube ich, viel mehr so um das Leben der Schwestern erzählt, nicht mehr so viel über das Drama mit dem Pferd, aber natürlich auch wieder Drama, die Liebe, wie man es so kennt in den Jugendjahren und ansonsten, ja, wieder Pferde, Kinder, Sonnenschein. Also mein Zeitplan ist jetzt erstmal meine zweite Klausurenphase zu überstehen und danach auf jeden Fall, dass ich die ersten Drehbuchlesungen habe, also Fitting für Outfits, dann wieder Styling, Licht, Kameraeinstellungen. Die werden alle im Vorab gemacht, damit man weiß, welches Licht für welchen Schauspieler am besten ist, welche Kameraeinstellung am besten ist, wie die Klamotten auch auf Leinwand dann später aussehen. Und dann wieder weitere Drehbuchlesungen. Dann trifft man langsam die Kollegen vom Casting. Manche werden ja sogar noch gecastet. Und dann geht es eigentlich schon los. Am meisten freue ich mich eigentlich wieder auf die Zeit am Set mit den Kollegen, den freien Wochenenden und generell einfach wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Und wovor ich am meisten Respekt habe, ist so wieder die Hitze, generell wieder die Witterungsbedingungen, die machen einen dann an so einem langen Tag schon mal zu schaffen.